Ja, die Geschichte hinter dem Kumanryu. Der Kunde hat noch gefragt, ob Oyama ihn mit zur Shinkokai nehmen darf. Nur auf der Shinkokai ist es mittlerweile so, oder seit einigen Jahren so, dass da die Züchter Becken mieten müssen. Und Oyama hat das eine Becken schon voll gehabt, dann hätte er extra ein anderes Becken mieten müssen. Summa summarum hätte das Ausstellen dieses Koi alleine über 1000 Euro gekostet. Also ein Wahnsinnsgeld, was es dann ehrlich gesagt auch nicht wert ist. Aber, ich weiß nicht, wenn Sie die Shinkokai-Berichterstattung mitverfolgt haben, die Shubetsu, das sind die Best in Variety, da war dieses Jahr nur 71 Bu Kumonryu da. Er hier ist 75 Bu. Der 70 Bu waren Kagamigoi. Sagen wir mal Shubetsu, Kotoshi no Shubetsu und Kumonryu war Kagamigoi, ne? Nein. Sagen wir mal Shinkokai no Shubetsu, Kumonryu war Kagamigoi. Kagamigoi. Nein. Ach so. Also das waren Kagamikoi und die besten Kumonryu sind aber Kawagoi, so wie er. Die haben oben keine Schuppen, also ein Lederkarpfen. Und das zum einen ist er hat, das wäre der erste Vorteil gewesen, er hat einen wesentlich besseren Body, er hat schönere Farben und er wirkt vor allem sehr viel heller und hat für einen Kumonryu eine gigantische Zeichnung. Jetzt schauen wir ihn gleich mit dem Becken an. Ja. Und dann erzähle ich Ihnen, was das Besondere war an dem Koi. Oder was das Besondere ist. Imagosai, ne? Also er ist jetzt 5-jährig. Und als unser Kunde ihn vor 2 Jahren gekauft hat, hat er um einen Rat von Oyama gebeten, er soll ihm einen empfehlen. Und dann ist Oyama ins Becken gegangen und hat einen schneeweißen Kumonryu rausgefischt, der noch kein bisschen schwarz hatte, der aber der beste Körper, die schönste Haut hatte. Im letzten Jahr kam er zurück, hatte ein bisschen schwarz unten und jetzt schauen sie sich diesen Fisch an. Unser Kunde sieht den heute auch zum ersten Mal. Wir hatten bisher noch kein Bild vom Herbst. Das war unsere Überraschung. Gehen wir näher ran, dann sehen Sie mal, wie scharf das Schwarz abgegrenzt ist. Schauen Sie sich das an. Toll. Gibt es kein Vertun. Der hätte den Preis abgesahnt. Sind wir doch noch mal kurz hier beim Kumonryu. Der Kunde will jetzt den Koi von unten sehen. Ob er auch das viel gepriesene Orange am Bauch hat. Ich glaube, ich habe es gesehen. Dann schauen wir mal. Sehen Sie? Und ganz ehrlich, ich habe noch keinen Weltklasse-Kumonryu gesehen, der am Bauch unten nicht rot war. Und dann muss heute der hier. Daijobu. Ne? Daijobu. Mita. Mita? Mita, Mita. Daijobu. Bin ich bei Nai. Joi! War du jetzt? Das war so sei kalt. Naja, vielleicht nicht gerade die oberste Weisheit.